Ich habe hier so eine Wand hingesetzt, kann das sein? Wand? Cobblestone? Gravel? Erde. So, dann brauchen wir Batteries. Batteries, Batteries. Da in der Kiste haben wir keine mehr, ne? Nein. Oh, Rather, deine Decke, die geben mir sowas von auf die Nerven. Dann hat sie ihren Zweck schon erfüllt. Ich reiß die noch ab. Ich zünde dieses Haus an. Tu dir keinen Zwang an. Was fehlt dir mir jetzt noch? Es ist mehr aus dem Konzept gebracht. Erde, ne? Ach, weiß ich nicht. Nicht. Braucht man echt dafür Mosey? Das ist doch doof, ist das doch. Wollen wir kurz schlafen gehen? Wieso haben wir eigentlich so viele Ameisen hier? Die sind schrecklich, oder? Hast du hier irgendwo Zucker ausgeschüttet? Ja, habe ich. Wow. Ja. Also wir machen dann doch noch eine mehr, ja? Als wir wollten. Ja, keine Ahnung. Das Projekt ist einfach zu crazy. Wir sind schon über drüber und wir wollen ja noch beide noch was machen eigentlich. Alter, wie viele Ameisen? Guck mal hier drauf. Ich hab's gesehen. Nee, hier draußen, du musst hier ja, draußen. Ja, ich hab's gerade gesehen, als ich reingegangen bin. Nein, oben mein Ameisenkäfig. Hast du reingeguckt? Nee, den will ich gar nicht erst sehen. Da sind Milliarden drin. Da sind dann nur zwei Nester drin. So. Haben wir das? Dann brauchen wir noch sowas. Mal Cobblestone. Und dann brauchen wir noch Stiel. Okay. Das brauchte ich genau. So. Dann brauche ich bitte einmal dieses Rezept hier. Wo ist meine Zange? Eine Batterie? Das Ding wird heftig. Was denn schon wieder? Nix. Ich geh mal kurz was ausprobieren. Irgendwo, wo ich nicht viel Schaden anrichten kann. Ja. Wenn ich eine Ameise finde, komme ich wieder zurück. So schlimm? Das musst du dir mal angucken. Ja, wenn ich wieder in die Dimension zurückfinde, dann mache ich das. Schon wieder anderen Dimension, ne? Ich muss mir Cobblestone holen. Mosey Cobblestone brauchte ich. Und ach so. Wo, den habe ich einfach in der anderen Dimension geholt. Jetzt muss ich nur eine Ameise finden, damit ich wieder zurückkomme. Dann bin ich schon wieder bei dir. Jetzt mache ich nämlich so ein Ameisennest mit, damit ich zurückkomme. Das glaube ich, 13, das ist eine bessere 16, Idee, oder? Wenn man hier rumreißt, einfach mit ein bisschen Cobblestone. Mit ein bisschen Ameisen-Spawner oder diesen Löchern. Damit man schneller zurückkommt, ist glaube ich die beste Idee. Ich habe ein so geiles neues Spielzeug gefunden. Echt? So gut? Ja, ich finde keine Ameisen. Tut mir leid, ich bleib hier. Aber hier ist ja auch schön. Ich habe übrigens hier beim Crazy Craft keinen Laufpack, ne? Das ist irgendwie schon geil. Es ist crazy, ne? Es ist crazy. Ich habe keinen Laufpack. Ich spiele das nur noch. Oh, Mann. Oh, Ameisen. Die sind weiß. Wenn ich die anklicke, wo lande ich dann? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich würde jetzt normalerweise anklicken, aber... Lieber nicht. Hier ist eine braune. Sehr gut. Komm her. Oh. Also mit den Ameisen müssen wir eigentlich mal alle sammeln. Da haben wir was zu tun, glaube ich. So, ich bin schon wieder... Wo ist unser Baum? Wieso ist man immer so weit weg? Du solltest dir vielleicht mal an unseren Baum einen Marker setzen. Hab ich ja. Achso, hast du. Aber trotzdem ist der immer so weit weg. Warum? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, ich habe unseren Baum irgendwo Home dran stehen, aber... Home? Ach, ich weiß, ich mache es einfach. Ich mache hier einfach TP Rather Home. So ungefähr. So, und dann morph ich mal zurück. Ich bin jetzt in dir, pass auf. Ja. Oh, es sind schon echt viele Viecher, die ich hier zum morphen kann. Das ist schon... Ja. Läppert sich. Ja, dann zeig mal dein Spielzeug. Du siehst doch diese rote Kugel da oben, ne? Komm mal mit. Nee, sehe ich nicht. Diese rote große Kugel da oben?
Siehst du? Nein. Nicht? Aber du hast wahrscheinlich die Rennedistanz nicht so wie ich, oder? Doch, aber es baut sich noch auf wahrscheinlich. Wo soll die denn sein? Also ich weiß, dass hier oben einer irgendwo sein muss. Ah, da unten, da fängt es an, ja. Jetzt sehe ich sie so langsam. Du spinnst doch. Oh, da prallen Raketen von ab und fliegen. Wo war das hin? Du musst aufpassen. Da hast du hinten halten, hast einen Baum gefällt. Mantis. Du bist doch. Mantis. Du bist doch krank, bist du doch. Mantis, komm her. Oh Mann, ey. Lazy. Ups. Zerstör bitte nicht alles, ja? Das hört sich nicht gut an, was du da machst. Ich kann's nicht craften. Wieso kann ich das nicht craften? Inner Star Core. Das müsste doch eigentlich gehen. Hä? Aha, okay. Gucken wir mal, ob das geht. Noch einen weg. Oh, diese roten Ameisen. Wieso kann ich also das nicht craften, Blaze? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man mit dem Ding echt Schaden anrichten kann. Haben wir irgendwo ganz normales Holz? Irgendwie geht das mit dem Holz nicht. Hab ich so das Gefühl. Aber was brauchst du denn für Holz? Ja, weiß ich nicht. Hier ganz normales Minecraft-Holz. Ich liebe diesen Raketenwerfer. Ganz normales Minecraft-Holz. Ja, ich hol dir schnell welches. Wenn es dann auch nicht geht, dann entschied ich es mir. Weil eigentlich habe ich die Materialien hier dafür alle. Ein Rocket Launcher. Keine Ameisen im Haus. So. Mit dem kann man so richtig schön crazy werden. Ich weiß nicht, was da jetzt falsch dran ist. Und was ich halt wirklich so richtig crazy finde, ist, dass dieser Raketenwerfer sowas von billig in der Herstellung ist. Okay. Bist denn du? Bin das hier? Ich bin im Haus. Netherrack? Wieso ist denn hier Netherrack in der Welt? Ach so, ich verstehe. Das Zeug, was ich mit dem Raketenwerfer abschieße, fällt einfach nach unten. Ja, ja. So, hier. Oh, gut. Wo bist du denn? Danke. Wofür brauchte ich nicht? Ich brauchte eine Planke eigentlich nur. So, dann hoffe ich mal, dass es jetzt geht. So, das dahin. 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 Ah, jetzt geht's. Es geht nur mit dem einen Holz nicht. Verdammt. So, jetzt hier. Mein neues Spielzeug. Ich guck's dir an. Wo setze ich das denn immer hin? Ich hoffe nicht wieder irgendwas, wo ich angezogen oder sonst was werde, weil sonst packe ich den Raketenwerfer aus. Das ist unsere Mülltonne. Hui! Eine Man-Bazooka. Ja, das ist geil. Ich muss noch mal. Weißt du, wie das aussieht, wenn mit was du da runterkommst? Wie auf einen Tintenfisch. Flieg mal damit. Das ist so geil. Ja, wir könnten es auch so machen. Du fliegst noch mal und ich schieß mit der Bazooka hinterher. Nein, flieg mal. Klick mal drauf. Ist einfach nur ein Spielzeug, aber ist geil, oder? Am Tintenfisch. Ich find's großartig. Ja, ich hätte jetzt auch noch was gefunden, aber ich glaube, das können wir noch nicht bauen. Muss ich mir merken. Man-Bazooka. Und ich schieße mich nochmal hoch. Und wir gehen F5 und nochmal auf F5. So. Und jetzt kann ich es nicht mehr anklicken. Schwierig jetzt. Schwierig. Aber so irgendwie. ist einfach nur episch. Haben wir nicht schon irgendwo Redstone gesammelt? Normalerweise ja, oder? Ja, ich habe so viel verloren davon. Redstone. Ah, ich find's gut. Was denn? Diese Platten. Priamrat. Guck mal, pass auf, was du mit den Platten gut machen kannst, ist, komm mal her. Nein, ich möchte hier. Die nicht haben. Na, komm mal her jetzt. Komm her. Habe ich vorhin schon gebaut, das hast du noch gar nicht gesehen. Komm mal her. Oh!
Besonders wenn du nicht Treffer hochgehst, ist besonders gut. Ich habe das außen schon gesehen. Ja, du kannst aber schön von außen, kannst du immer schön nach oben gehen jetzt, weißt du? Da musst du nicht mehr innen rum, kannst du einfach außen rumgehen. Oh, bin zu weit gesprungen. Naja. Ich mache mir jetzt hier draußen ein Crafting-Table. Ich möchte nicht mehr in dieses Haus rein. Da draußen ist doch einer. Ich nehme mal die Platten von der Decke ab. Ah, damit du nicht durchdrehst. Oh, zack. Nein. Also ich mag die Platten. Nicht. Nicht in diesen engen Räumen. Ansonsten sind die ja ganz in Ordnung. Aber in diesen engen Räumen, das, ja. Place, bist Spielverderber. Spielverderber. Ah. Oh, den brauche ich. Rassertrollt mit Platten oder sowas. Zack. Zack. Und. Oh, die Hälfte der Platten sind schon weg. Die brauchen nur ein bisschen zum Abbauen. Das ist nicht ganz so einfach. Ein Cobblestone? Aber ist es eigentlich, seitdem der Wurm weg ist, kannst du eigentlich in deinem Bett schlafen? Haben wir noch nicht ausprobiert, ne? Ich habe diesen Riesenwurm gekillt. Ganz normaler Cobblestone. Cobblestone haben wir noch hier, glaube ich. Ja, aber das geht irgendwie nicht. Was willst du denn bauen für ein Rezept? Ein Zelt. Ein Zelt? So. Bräuchte vielleicht Oakwood Sticks? Wahrscheinlich. Aber eigentlich ist es doch egal, welche Sticks, oder? So, einen Redstone-Block. Nochmal das Rezept herholen. Block of Redstone. Ein Stick und ein Cobblestone. So, und was macht das jetzt hier? Stick und ein Cobblestone. Ah, man braucht... Das liegt hier wirklich an den Sticks teilweise, ne? Ja, das war gerade bei mir auch das Holz. Ups! Was war das für ein Geräusch? Guck mal hinter dich. Och nee, was... Das ist ein Zelt. Nennt sich auch... Ist das geil. Hey, du hast meine Pflanze weggemacht. Ein Instant Survival Shelter. Mach meine Pflanze wieder hin. Welche Pflanze? Die Insel, Inselblock. Nein! Jetzt weiß ich, was passiert ist. Guck mal nach oben. Also, wenn du mal wieder Tag machen würdest. Hast du den da hochgesetzt? Ich habe das hier unten hingesetzt, den Block, und dann ist da oben die Insel entstanden. Ja, wir ruinieren hier alles. Jetzt haben wir ein Zelt hier vor der Bude stehen. Boah, es sind zwei Betten drin. Ey, hier ist alles drin. Und eine Tür. Ja, ist ja geil. Und Salz. Komm, streu ein bisschen Salz in die Wunde. Ey, so ein Zelt ist richtig gut. Ja, meine Insel ist auch toll da oben, oder? Ich muss mir die Insel mal angucken. Was ist denn da eigentlich drauf? Weiß ich nicht. Musst du mal hochfliegen. Also das ist das Universum, wo ich dann diesen roten Block hier habe, ne? Wo ich mich jetzt dran verwandle. Ach, du hast so einen gelben Fisch. Fischi. Ah, der ist auch so ein Block für mich. Ja, kannst du dir holen, genau. Was das andere für Dinger sind, weiß ich noch nicht. Da sind ja noch mehrere solche komischen Blöcke da. Das sind irgendwie böse Augen. Das sieht ja lustig aus hier oben. Das ist dann quasi unsere Picknickwiese da oben. Ja. Picknick für Fortgeschrittene. Ja, ist natürlich ein bisschen doof, weil es jetzt so nah an dem Baum dran ist. Würfelpicknick. Würfelpicknick. Ist ja schnell wieder abgebaut, das Ding, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Ja, wir müssen, ich weiß. Ja, wir landen einfach auf dem Zelt. Blub. Kommst du? Partnerlook? Nein! Wenn die abprallen irgendwo. Die machen alles kaputt. Das ist so geil, dieses Ding. Das kommt ins Thumbnail. Neuspielzeug für Blaze. Da drunter der Berg von den Kabel, von den Netherrack, der sich da ansammelt oder so. Ey, warte mal, wir könnten hier Tintenfisch-Tontaubenschießen machen. Du schießt Tintenfische, ich Bazooka. Scheiße. Oh, Tintenfische und ich Tesla Gun. So. Warte mal, da hinten ist ein Block noch, den habe ich noch verloren da oben. So, okay. So, jetzt, hallo, warum kann ich nicht fliegen? Was ist da los?
Das wollte ich, auf mit wollte ich ihm den Fisch am Kopf schießen. Ich brutzel dich. Blub, blub. Warum liegt der Wunde? Jetzt hör mal auf hier! Ich hab nichts gemacht, ich hab ein Schwert in der Hand. Das sehe ich aber nicht, ich sehe dich nur da rumdrehen. Egal, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Crazy Craft. Der Irrenanstalt. Tschüss!